wieder wunderbare Videos, die wir uns gemeinsam reinziehen. Für dieses Video ziehen wir uns allerdings ein Video von Black Shadow rein. Black Shadow, süßeste Maus auf Erden. Mario-Charaktere, die vergessen wurden und man sieht auf dem Thumbnail Baby Wario. Ich habe noch nie von Baby Wario gehört, muss ich sagen. Von daher gucken wir mal, welche Nintendo-Charaktere in der Vergangenheit vergessen wurden. Rein da! Wer erinnert sich an Minispec aus dem Spiel Mini Mario and Friends? Ich nicht. Nun ja, ehrlich gesagt kein Wunder, wenn man sich mal die Verkaufszahlen ansieht. Wie oft wurde denn das Game verkauft? Was ist denn das für ein Game? Kennt ihr dieses Game? Das Game sagt mir gar nichts. Hinaus sollte Minispec auch lediglich nur in diesem Spiel vorkommen und ist somit seit über 8 Jahren in Vergessenheit geraten. Wie jeder weiß, sind Feen ein großer Bestandteil der Zelda-Reihe. Doch wusstest du, dass es auch mal Feen in der Welt von Mario gab? Darf ich vorstellen? Ja, aber die hat man nicht vergessen. Also klar, ich spiele schon übelst viel Mario 3D World. Muss man ja einfach mal an der Stelle auch so sagen. Einfach mal zur Verteidigung. Aber die Feen weiß ich jetzt nicht. Doch wusstest du, dass es auch mal Feen in der Welt von Mario gab? Darf ich vorstellen? Die Feenprinzessin. Zuerst traten diese im Spiel Super Mario 3D World auf und wurden hier von Bowser entführt. Weil, nun ja, Peach ist schuld. Denn hier in diesem Mario-Spiel war auch Peach spielbar. Somit brauchte man diesmal jemand anderes, den Mario retten muss. Doch nach Super Mario 3D World sollte lediglich die grüne... Junge, Mario Tennis Ultra Smash. Hey Baby, wollen wir heute Abend Mario Tennis Ultra Smash spielen? Sie vergisst aber Mario Tennis. Verdammt. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass es die Feen dort gab. Von dem, ich find's geil, wie Nintendo in den letzten Jahren immer mehr probiert hat, irgendwie so eine andere Storyline so ein bisschen aufzubauen, dass Peach nicht immer entführt wird. Grüne Feenprinzessin einen weiteren Auftritt im Spiel Mario Tennis Ultra Smash haben. Somit blieben die Feenprinzessin seit über 11 Jahren in Bowsers Glas. Oder irgendwo anders. In Mario Galaxy 2 gibt es einen Affen mit dem Namen Wanderaffe. True! True? Was ist das für ein Name? Und dieser war hier eine Art Game-Show-Host, der Mario in verschiedenen Minispielen... Oh, dann gebe ich aber jetzt eine Prediction ab. In dem Video wird hundertprozentig auch dieser Dude aus Mario Party 8 vorkommen. Der Game Master. Und wer was gegen Mario Party 8 sagt, soll bitte in meinen... Den kacke ich in den Briefkasten. Höchstpersönlich. Aber stimmt, den gibt's auch. Den habe ich schon fast vergessen. Auf die Probe gestellt hat. Und er trägt eine coole Sonnenbrille. Das ist zwar nicht weiter wichtig, ich wollte es trotzdem mal erwähnen. Doch trotz seiner coolen Sonnenbrille und seinem Charme als Gamehost sollte der Wanderaffe lediglich in Mario Galaxy 2 auftreten. Und ist somit seit über 14 Jahren in Vergessenheit geraten. Bleiben wir erstmal bei Mario. Wenn dieser Affe nicht gestorben ist, lebt er immer noch in Mario Galaxy. Mario Galaxy, denn hier sollten die Pinguine aus Mario 64 zurückkehren. Was ich ehrlich gesagt auch sehr cool finde. Doch unter den altbekannten Pinguinen gibt es hier auch einen neuen Pinguin, der zu Deutsch Pinguinmeister heißt. Ich finde ehrlich gesagt seinen Namen im Englischen viel cooler, da er hier Penguru heißt. Aber bleiben wir bei Pinguinmeister. Eine so wirklich große Rolle hatte der Pinguinmeister nicht, allerdings konnte man ihn öfters hier antreffen. Zu fast jedem Mario-Charakter gibt es auch eine Baby-Version. Aber wusstest du, dass auch Donkey Kong eine hat? Re-Rap? Also sieht Baby Donkey Kong so aus? Also ich bin ja leider kaum im Donkey Kong-Universum so ein bisschen drin, aber das wusste ich nicht. Das ist ja voll süß. Darf ich vorstellen? Baby Donkey Kong. Baby Donkey Kongs erster Auftritt war in dem Spiel Yoshi's Island für den Nintendo DS. Ja, deswegen. Doch, das sollte nicht Baby Donkey Kongs letzter Auftritt gewesen sein. Denn scheinbar sollte Baby Donkey Kong ein recht talentierter Baseballspieler sein. Denn Baby Donkey Kongs allerletzter Auftritt war in dem Spiel Mario Super Sluggers und wurde auch somit seit 2008 nicht mehr wiedergesehen. Doch, wo wir gerade bei Mario Super Sluggers sind, dort sollte nämlich noch ein weiterer Charakter auftauchen, der danach nie wieder gesehen wurde. Die Rede ist hier von den Paradiso. Paradiso sind kleine Wesen, die in schneckenartigen Schalen geboren werden und diese dann auch als Kleidung tragen. Ihren ersten Auftritt hatten sie in Mario Sunshine, allerdings auch hier kamen sie lediglich nur in einem Level vor. Ich muss aber auch sagen, dass ich diese Viecher nicht vermisse. Also, ich habe es erkannt, dass es Mario Sunshine ist, aber Mario Sunshine war ja eh ein Fiebertraum für sich. Also das war wirklich so das Mario-Spiel mit einem ganz, ganz eigenen Vibe. Ich habe das ja letztes Jahr das erste Mal durchgespielt. Und Mario Sunshine ist wirklich so der Fiebertraum der 3D-World-Mario-Reihe. Und ihren letzten Auftritt hatten sie dann gemeinsam mit Baby Donkey Kong in Mario Super Sluggers. Aber ehrlich gesagt bin ich da auch etwas froh darüber, weil die sehen mit ihren Schneckenschalen alles andere als vertrauenswürdig aus. Ach ja, Mario... Ich wusste es! Ha! Der Showmeister aus, Master aus Mario Party 8! Party. Wer kennt es nicht? Seine kleinen Geschwister schlagen, wenn sie einem einen Stern klauen oder deine Freunde bei Minispielen sabotieren, damit man auch ja die meisten Münzen verdient. Ach, schöne Erinnerung. Aber wer ist das? Das...
Das ist der größte Mutterflicker auf Erden. Dieser Typ ist Andrew Tate in cool. Dieser Typ ist einfach, der könnte, was weiß ich, machen. Das ist einfach Gott. Junge, so ein Ehrenmann. Das hier ist Billy Balla Balla mit seinem Begleiter Kopftop. Also, ich weiß ja nicht. Ja, die deutschen Übersetzungen lassen wir mal so stehen. Ich wäre da für die Übersetzung zuständig war, aber naja. Billy und Kopftop waren nämlich die Gameshow-Hosts in Mario Party 8. Ist ein hässlicher Dude. Alpre, deine Meinung zählt hier nicht so viel, muss ich gerade sagen. Ich muss ehrlich sagen, auch wenn der Name besser sein könnte, finde ich, dass Billy und Kopftopf einen weiteren Auftritt auf jeden Fall verdient haben. Ich meine, das Charakterdesign ist meiner Meinung nach für Mario Party quasi perfekt. Kommen wir nochmal zurück zu den Baby-Charakteren. Denn tatsächlich gibt es neben Baby Donkey Kong noch einen weiteren Baby-Charakter, den wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Und zwar Baby Wario. Also den haben wir auf dem Thumbnail gesehen, aber woher kommt Baby Wario? Was soll ich dazu sagen? Diese Nase. Also diese Nase könnte auch, keine Ahnung, so ein Geschwür sein, der einfach mal entfernt werden muss, aber du bekommst einfach keinen Termin beim Zahnarzt. Beim Zahnarzt. Beim Hautarzt, das wollte ich sagen. Ich kam gerade darauf, weil ich heute beim Zahnarzt angerufen habe, weil ich mal wieder gerne einen Termin haben würde. Aber du musst dann natürlich auch wieder, weiß ich nicht, 5 Jahre warten gefühlt. Ja, tatsächlich gab es auch mal eine Baby-Version von Wario. Und zwar in dem Spiel Yoshi's Island für den Nintendo DS. Denn hier hielt Wario einen großen Magneten in der Hand, um möglichst keine Münzen zurückzulassen. Doch anders wie Baby Donkey Kong hatte Baby Wario seit Yoshi's Island für den Nintendo DS keinen weiteren Auftritt mehr. Kennt jemand noch eigentlich diese beiden hier? Das sind Sonja und Raymond. Diese waren damals in Mario Party 6 nämlich quasi die Hosts des Spiels, aber vor allem waren sie für die Tag-Nacht-Funktion im Spiel verantwortlich, die das komplette Spiel ausmachte. Und auch wenn ich persönlich dieses Spiel nie gespielt habe, bin ich ja schon irgendwie schade, dass wir diese... Alter Huskopf, ich musste exakt dran denken. Die sehen aus wie aus Five Nights at Freddy's Security Breach. Diese eine Sonne, dieser eine Mond da, der so übelst am Eskalieren ist im Spiel. Ich musste auch gerade dran denken, aber ich dachte so, er weiß nicht, ob das irgendwer erkennt. Die beiden seit Mario Party 6 nicht mehr gesehen haben. Kommen wir nun als nächstes zu einem Charakter, den, denke ich, niemand von euch kennen wird. Denn in dem Spiel Mario Party Advance hatte ein ganz besonderer Toad mit Namen Mushbird seinen allerersten, aber auch einzigen Auftritt. Wisst ihr, woran er mich erinnert? Ferb? Ferb, bist du's? Ich sehe es. Ah, Huskopf sieht's, okay? Das Grün und die Kopfform haben mich sofort dran erinnert. Mushbird ist bekannt für seinen grün befleckten Pilzhut, eine Sonnenbrille und ein Buch, welches er in seiner rechten Hand hält. Und, nun ja, seine Vorliebe für DVDs. Denn wenn ihr die Quest DVD für mich aktiviert habt und dann in Mushbirds Apartment geht, sollt ihr dort eine seltene Toad Force DVD für Ninji besorgen. Und diese gibt er uns auch und sagte darauf hin, dass er noch 49 weitere hat. Und nachdem er die Mission abgeschlossen hat, erklärt Ninji, dass nur 50 von diesen DVDs jemals hergestellt wurden. Was also bedeutet, dass Mushbird jede einzelne Kopie gekauft hat. Also, ich will jetzt nicht der Erste sein, aber Mushbird... Du bist ein echter Nerd! Ich denke, fast jeder von euch wird Mario 64 gespielt haben. Doch, erinnert ihr euch noch an Don Banano? Also, die Namen werden wirklich auch nicht besser. Naja, dieses kleine Äffchen hat Mario nämlich die Kappe geklaut. Junge, dieses Drecksding hat mich so aufgeregt bei meinem ersten Playthrough. Warte, das Ding heißt Don Banano. Junge, geil. Und das war's dann auch schon. Also, ich bin eigentlich recht froh, dass wir Don Banano seitdem nicht mehr wiedergesehen haben. Aber ich bin mal gespannt, wer von euch sich noch an Don Banano, dem Untergrund-Bananenschmuggler, erinnert. Das hier ist nicht Bowser. Und ebenso auch nicht Baby Bowser. Oder gar Bowser Jr. Das hier ist nämlich Koopa Kid. Wer ist Koopa Kid, fragst du dich? Nun ja, Koopa Kid war sehr lange Bestandteil der Mario Party Spiele. Und agiert als böser Minion von Bowser, der die Spieler sabotierte oder in Minispielen gegen sie antrat. Doch das hielt leider nicht lange an. Da seit Mario Party 7 Koopa Kid nicht wieder zu sehen war. Auch wenn ich persönlich glaube, dass Bowser Jr. wohlmöglich der Grund dafür sein könnte, damit dort keine Verwechslung besteht. Hast du dich jemals gefragt, wie Yoshi als Geist aussehen würde? Darf ich vorstellen? Eri, dieser Dino-Geist ist eine wahre Rarität, da diese Geister zuletzt im 2003 erschienenen Nintendo-Puzzlespiel auftauchen. Doch so wirklich bekannt wurden sie im Spiel Super Mario World, wo sie ihren allerersten und wahrscheinlich ikonischsten Auftritt hatten. Wer von euch erinnert sich an Pian... Junge,
Wie oft ich schon mitbekommen habe, aus welchem Zelda soll das der Typ sein, der Postbote? Dieser Postbote aus irgendeinem Zelda-Teil, ne? Aus Ocarina of Time. Ja, genau. Wie oft ich das gehört habe. Und ich denke mir jedes Mal, ja, das kann sein, aber... Ah, ja, genau. Tissimo aus Super Mario Sunshine. Dieser gebräunte Mann in einem Pianta-Kostüm war Marios Rennrivale, gegen den wir in ein paar spannenden Wettläufen, nun ja, um die Wette laufen konnten. Allerdings auch nur in Super Mario Sunshine, da dies sein erster, aber auch letzter Auftritt war. Auch wenn es noch viele Theorien über ihn gibt, da man am Ende des Spiels ihn mit Bowser Juniors Pinsel sehen konnte. Okay, was hältst du von einer kleinen Wette? Wenn du den nächsten Charakter nicht kennst, musst du mich abonnieren und einen Daumen da lassen. Okay? Nun, solltet ihr eh sowieso machen bei der süßen Maus. Jeder kennt die verschiedenen Kongs. Da wäre einmal Donkey Kong, Diddy Kong, Dixie Kong, Cranky Kong, naja, und noch viele weitere Kongs. Aber kennst du eigentlich Redneck Kong? Nein. Der heißt nicht Redneck Kong. Nein, der heißt nicht so. Bro, wie kann denn Nintendo dafür nicht gecancelt worden sein? Wie ist das denn möglich? Nein, der kann nicht so heißen. Ah, hier, Redneck. Abfällige Bezeichnung für arme weiße Landarbeiter. Redneck Kong. Bro. Ich wollte sagen, also Rednecks, so heißen halt so, also Rednecks, ich kenne den Begriff unter, keine Ahnung, so irgendwelche Amis, die halt exakt, ne, diese Bezeichnung hier. Redneck ist im engeren Sinne eine oftmals abfällige Bezeichnung für arme weiße Landarbeiter. Und Nintendo nennt diesen Affen einfach Redneck Kong. Bro! Nein? Nun ja, um ehrlich zu sein, war das zu erwarten. Denn Redneck Kong war lediglich ein Konzept von Nintendo für das Spiel Diddy Kongs Pilot, welches 2003 allerdings gecancelt wurde. Nichtsdestotrotz muss ich aber ehrlich sagen, dass falls Redneck Kong jemals so erschienen wäre, er definitiv zu einem meiner Lieblings-Kongs gehört hätte. Ja, aber dafür hätte es so ein... Ja, 2003 vielleicht nicht. Heute hätte es einen Shitstorm dafür gegeben. Vor allem, wie er dargestellt wird, wie so ein Dulli mit leerem Blick, so einer Zahnlücke, so einem Mäusstrohhut, weil er sich kontrolliert. Und typische Landarbeiterkleidung, sage ich mal so. Na, hast du ihn gekannt? Erinnert ihr euch noch an die Feen aus Super Mario 3D World? Nun, um ehrlich zu sein, waren das nicht die ersten Feen, die wir in der Welt von Mario zu sehen bekamen. Denn die allererste Fee war Wanda. Diese kam damals im japanischen Titel Mario und Wario vor und war tatsächlich unsere Spielfigur. Denn mit ihr mussten wir diese Blöcke herzaubern, damit Mario, der noch nie gehört, Grund auch immer einen Eimer auf dem Kopf trug, zu Luigi kommen konnte, da das wohl die einzige Möglichkeit war, um diesen Eimer loszuwerden. Doch, ich wette, den nächsten Charakter kennen wahrscheinlich nur die allerwenigsten von euch. Bro, was soll das da? Ich habe den irgendwo, glaube ich, mal gesehen, aber was soll das sein? Darf ich vorstellen? Tatanga. Woher kommt dieses Viech? Ich kenne das wirklich nicht. Ey, ich bin im Video! Woher kommt dieses Viech? Ich kenne das wirklich nicht. Nun ja. Junge, let's go! Wie schon gesagt, das ist Tatanga. Ich wollte sagen, haben wir nicht schon mal darauf reagiert, auf dieses Viech? Seinen ersten Auftritt hatte er in Super Mario Land, denn hier war er der Bösewicht, der Daisy entführt hat. Und ist Tatanga meines Wissens nach auch der einzige außerirdische Charakter, oder besser gesagt der einzige, der einem Alien gleicht. Und leider wurde Tatanga auch seit dem Nachfolger Super Mario Land 2 Six Golden Coins auch nicht wiedergesehen. Und ein weiterer Bösewicht, den wir ebenfalls schon ewig nicht mehr gesehen haben, ist der große Froschkönig Wart. Denn tatsächlich sollte dieser nur einen einzigen Auftritt in der Mario-Serie bekommen. Und zwar in dem Spiel Super Mario Bros. 2. Und ja, ich weiß, Wart kam ebenfalls noch einmal im vor kurzem erschienenen Link's Awakening Remake vor, allerdings spreche ich hier nur von der Mario-Serie. Aber wenn wir schon dabei sind, kennst du diese Zelda-Charaktere, die ebenfalls vergessen wurden? Nee, aber bei Zelda kenne ich kaum Charaktere. Das wäre gar nicht mal so gut. Alright, das war ein wunderbares Video. Check Black Shadow sehr, sehr gerne aus. Und an der Stelle, wenn du Bock hast auf eine weitere Reaction, klick doch gerne dieses Video an.